krass. Sieg. Das war der Spy. Fehlt nur noch eine. Der Engineer. Ich muss da mal nachschauen, warum da ist. Sollte nur 50% abgeschlossen sind. Das kann doch gar nicht sein. Vielleicht wird da der Rocket Jump oder sowas erklärt. Willkommen zum Engineer-Training. Der Engineer kann mit Metall Gebäude bauen und sein Team zu unterstützen. Schlagen Sie Ihre Gebäude mit dem Schraubenschlüssel, um sie zu upgraden oder zu reparieren. Teleporter können dazu verwendet werden, Ihr Team besser, schnell und schneller an die Front zu befördern. Fortfahren. Yeah! Okay, wir brauchen Metall. Das ist unten rechts angezeigt, ähnlich wie bei der Munition. Und damit können wir Gebäude bauen. Ein Sentry zum Beispiel oder ein Teleporter. Und ein Dispenser. Bauen wir mal einen Dispenser. Der Dispenser heilt Teammitglieder und regeneriert die Munition von Teammitgliedern und sich selber auch. Upgraden wir den gleich mal. Den müssen wir wahrscheinlich eh upgraden. Jawohl, bis zu Level 3. Den können wir bis zu Stufe 3 upgraden. Hab ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Ich will ein Bier! Alles klar. Ach ja, was Let's Play, was das Let's Play angeht, da wird auch der Balzer manchmal mitspielen. Der spielt nämlich auch Team Fortress. Gut, es dauert ein bisschen, bis wir Metall kriegen. Jetzt Stufe 3. Okay, jetzt wurde es gesenkt. Jetzt können wir eine Sentry bauen. Aber erstmal müssen wir das Metall dafür haben. Eine Sensor kostet 130 Metall und wir haben gerade 125. Jetzt können wir eine errichten. Dann. Gut, die Nummer an, die müssen wir verbessern, oder? Jawohl. Ich baue die Sentries Multiplayer immer am Ausgang, also am Ausgang von dem Spawnpunkt. Daher müssen wir keinen Dispenser ständig bauen, um Sentries zu kriegen. Ich werde es aber, kann sein, dass ich es auch manchmal machen werde. Aber nur, weil der Ort, wo man spawnt, zu weit weg ist. Okay. So verteidigt man mit der Sentry. Das einfach verteidigen. Jetzt haben wir sie schon repariert. Ja. Transportieren Sie Ihr Gebäude, indem Sie sich daneben hinterstellen und die rechte Maustaste drücken. Heben Sie den Dispenser auf und tragen Sie in der Nähe des Sentry. Okay, jetzt müssen wir ihn allerdings wieder aufbauen. Kostet auch wieder Zeit. Aber dafür müssen wir ihn nicht mehr verbessern. So, jetzt bauen wir mal einen Teleporter. Teleporter wird aufgestellt. Dann, bam. Funktioniert eigentlich mein Spray? Ich hab da so ein Pummelluftspray. Oh, Scheiße, mein altes Spray. Das ist immer noch mein altes Spray. Ich mag das gar nicht. Ich mag mein Pummelluft. Kann ich das irgendwie umstellen? Ich schau mal nach. Moment, ich stelle es mal kurz um. So viel Zeit muss sein. Jigglypuff. Ja, so sieht's aus. Bei mir wird es dauernd zu den Noob geändert. Ich habe keine Ahnung, warum. Alles schon Stufe 3. Ich verbessere den gleich. Was soll's. Müssen wir eh noch. Oder müssen wir? Ich weiß gar nicht. Ich baue jetzt mal den
Teleporter, Ausgang. Und dann schauen wir mal, ob es geht oder nicht. Drücken Sie 5 um. Warte, benutzen wir mal den Teleporter. Oh, das ist der Ausgang. Nehmen wir mal den Eingang. So, hier kommen wir raus. Das ist der Teleporter. Jetzt müssen wir alle Gebäude wieder zerstören. Zack. 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 Und zack. Sieg. Ja, jetzt haben wir alle Grundlagen. Jetzt können wir Multiplayer spielen. Gut, dann mache ich mal eine Pause. Bis gleich. Wartet. Wir können noch keine Grundausbildung machen. Ey, Quatsch. Wir können noch keine Grundausbildung machen. Wir können noch nicht online spielen, weil wir es noch nicht ganz gemacht haben. Den Soldier, da fehlt noch einmal. Oder? Vorteil. Fehlt doch noch was. Ich habe mir jetzt ein paar Duplos geholt. Lecker Duplo. Die längste Praline der Welt. Ja, jetzt mache ich Schleichwerbung. Ich glaube, das Laden überspringe ich. Ah ja, das scheint ein Übungslevel zu sein. Hey, ihr! Länge schätzt sich viel cooler an. Hey, du! Mission startet in 30 Sekunden. Ja, nur 3. Du hast 3 gegen 5, wie unfair. Multiplayer ist zum Glück ausgeglichen, da wird es immer so angegleicht, dass die nicht gleich groß sind. Das ist ziemlich nervig, wenn ich mal mit Baldur spielen will. Weil dann sind wir meistens verfeindet oder. Mission startet in 10 Sekunden. Und manchmal im Team und das ist manchmal ja nervig. Neun, Vorbereitung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das Blatt hat sich gewendet, Gentlemen! Aha, daneben. Ach, da ist ein Happy! Ja, wo kommt denn der her? Okay. Spawn geht hier zum Glück direkt schnell. Aber online ist es anders. Los hier! Los! Angriff! Los jetzt! Raus hier! Vorwärts! Los! Angriff! Raus hier! Los! Angriff! Los jetzt! Raus hier! Hast du ein Problem oder was? Los! Angriff! Ich glaube, du hast zu viele Hitlerfilme gesehen. Hast du zu viele Hitlerfilme gesehen, du Nazi? Ja. Oh nein, da kommen die anderen. Gut, ich laufe jetzt immer so her, falls einer auf mich schießt. Habt ihr nicht verstanden? Letzter lebender verriegelt sich. Buja! Mission startet in 60 Sekunden. Was, Medic? Okay. Ach so. Attacke! Buja! Beschädigt! Macht sie fertig, Jungs! Oh, wir können zu Gegner hin. Na, dann macht das gleiche, witziger Computer. Mission startet in 30 Sekunden. Oh, nee, können wir nicht, bisschen angreifen. Jeder von euch verdient einen Orden! Oh, ja, macht den die Beladung. Mission startet in 10 Sekunden.
Bei der Überladung ist man kugelsicher für eine bestimmte Zeit. 2, 1. Der weiße Abschaum hat gerade euer Todesurteil erhöht unseren Angriff, glaube ich. Boah. Nee, du, komm her. Er hat sich selber gekillt. Ja. Wie geht's denn da zum Kontrollpunkt hoch? Ich hab das immer mit meinen Kollegen machen lassen online. Los, Angriff! Raus hier! Was hat der für ein Problem? Los jetzt! Der hat doch bestimmt was genommen! Angriff! Yeah, perfekt gehittet! Ja. Alter, der hat doch ein fettes Problem, oder? Los jetzt! Raus hier! Los! Angriff! Raus hier! Der hat ein Problem! Alter, geil. Ihr seid Abschaum! Ihr seid nichts als ein Haufen Feiglinge! Attacke! Hallo, sind da welche? Ne, am Schluss, wenn man gewonnen hat, kann man da in die gegnerischen Spawnpunkt rein und sie killen. Das ist unser Held! Das Board besteht aus 3 Abschnitten. Werden beide Kontrollpunkte eingenommen, geht es mit der nächsten Runde weiter. Fertig, Jungs! Danke! Alles klar, von dem Dispenser kriegt man wieder Moni. Wow. Ist das ein bisschen zu hart? Nein. Sieht man ja. Heute ist ein guter Tag. Los, vorwärts, los! So, das ist mein Lieblingsweb übrigens. Du verdienst einen Orden noch! Oh nein! Nix da! Hey du, ich hab dich nicht eingeladen, ja? Okay, Training abgeschlossen. Jetzt können wir online spielen. Dann machen wir das im nächsten Part von Let's Play Team Fortress 2. Bis dann. Servus.